Buddha-Blog, Podcast, Folge 61. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen bei Buddha-Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ihr Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich wünsche mir eine Welt, in der die Werte und Inhalte der buddhistischen Philosophie wieder mehr Beachtung erfahren. Deshalb habe ich diesen Kanal und meine Webseite ins Leben gerufen. Bitte laden Sie sich auch meine App BuddhaBlog aus den Stores von Apple und Android. Außerdem betreibe ich auf Telegram den Kanal BuddhaBlog. Viel Freude bei meinem Podcast. Das Happiness Workout Teil 2. In der Folge 60 meines Podcasts Buddha Blog können Sie den ersten Teil hören. C. Für was sind Sie dankbar? Sind Sie sich Ihres Glückes überhaupt bewusst? Wissen Sie, wie viele Menschen jeden Tag sterben, schlimm erkranken, einen Liebsten verlieren oder mit anderen schweren Problemen konfrontiert werden? Nur heute. Es geht in die Millionen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, am Leben zu sein, gesund aufzuwachen, mit den Liebsten zu telefonieren oder zu essen. Wir haben ein schönes Zuhause, geheizt und trocken, genug zu essen, ein Sozialsystem, wir sind krankenversichert. Seien Sie dankbar, erkennen Sie Ihre gute Lage. Stellen Sie sich den Timer auf 5 Minuten. Schreiben Sie auf, was Ihnen in dieser Zeit in den Kopf kommt. Versuchen Sie, die Ereignisse, Gelegenheiten und Begegnungen in Kategorien zu teilen, etwa in privat oder beruflich, dann weiter in Untergruppen, um mehr Übersicht zu gewinnen. Wenn Sie täglich oder gar wöchentlich üben, dann gehen Sie immer weiter ins Detail. Vergegenwärtigen Sie sich die Umstände. Was hat das Schicksal Ihnen zugeteilt? Welchen Anteil hatte Ihre eigene Bemühung? Durch diese Übung lockern Sie Ihre Stimmung auf. Sie setzen sich in eine zufriedene Wolke, die Sie trägt, Ihnen hilft, durch das Leben zu gleiten. D. Die Post-its-Meditation. Auf meiner Webseite können Sie über die Post-its-Meditation lesen. Fangen Sie an, einige der Klebezettel in Ihrem Zuhause zu verteilen, auf denen Sie in Stichworten die Dinge notieren, für die Sie ganz besonders dankbar sind, aber auch die besonderen Ereignisse, die Sie in der Zukunft für sich wünschen. Zwar sollen wir nach Buddha nicht wünschen und nicht wollen, aber das muss man zuerst einmal verstehen. Bis dahin gilt es, sich das Leben einfach zu erleichtern. E. Der Ich-hab-mich-selbst-lieb-Brief. Nachdem Sie nun schon einige Zettel verbraucht haben, ich rate Ihnen auch, alle Aufzeichnungen zu sammeln, sollten Sie in einer weiteren Stufe einen Brief an sich selbst schreiben. Wieder kommt der Timer auf 5 Minuten, in denen Sie sich alles überlegen. Dann legen Sie los. Stellen Sie sich einfach vor, dass Ihrem eigenen, besten Freund ein solcher Brief guttun würde. Schreiben Sie über all die Gefühle und Gedanken, die Sie bewegen. Wichtig dabei ist es, dass Sie keinesfalls urteilen, denn als Buddhisten wissen wir, dass alles so kommt, wie es kommen soll, wir wenig bis nichts daran ändern können. Daher trifft uns auch keine Schuld, wenigstens nicht aus diesem Leben, und wir können uns den Angelegenheiten gegenüber wohlwollender verhalten. Wenn Sie nicht weiter wissen, dann legen Sie alles zur Seite, machen Sie das nächste Mal weiter. Mit den Punkten A bis E können Sie eine bessere Lebensqualität erreichen. Es muss nicht immer ein Workout für den Körper sein, auch die Seele gehört gepflegt. Der Weg ist jedenfalls das Ziel. Buddha sagte einmal, es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklich sein ist der Weg. Beinahe. Beinahe hätten wir, meine Freundin und oder ich, 3 Flüge hintereinander verpasst. Es war absolut ausgeschlossen, auch nur einen davon zu erreichen, und trotzdem haben wir sie alle bekommen. Egal was wir gemacht hätten,
Unter keinen Umständen hätte es einen Unterschied gemacht. Es war nicht in unserem Einflussbereich, hier etwas auszurichten. Wir hatten keinerlei Einfluss. Das Geschehen rollte über uns hinweg und trotzdem gingen die Geschichten für uns gut aus. Jedenfalls hätte uns beinahe gröberer Unbill bedroht, wenn wir nicht in die Flugzeuge gekommen wären. Einmal hätte ich beinahe einen neuen Flug kaufen müssen, einmal meine Freundin, die dann auch noch einen sogenannten Overstay in ihrem Pass eingetragen bekommen hätte, was ihr ein neues Visum für Deutschland für ein Jahr verwehrt hätte. Jede Menge hätte in diesem kleinen Text. Wäre sie nicht nachts aufgewacht, hätte sie nicht ihr Handy in die Hand genommen, sie hätte die E-Mail bezüglich der Flugplanänderung nicht gesehen. Dann, beim letzten Mal traf es wieder sie, die wegen einer Regeländerung ihres Landes dann beinahe wieder den Flug verpasst hätte. Beinahe, das kann ganz knapp daneben gehen oder super gut. Wie es sich dann entwickelt, das zeigt die Zeit. Aber erst einmal ist es, wie es ist. 100 Menschen laufen unter dem kaputten Dach entlang. Beim 101. Passanten lockert sich der Dachziegel und fällt ihm auf den Kopf. Dumm gelaufen, so sagt der Volksmund. Beinahe hätte ich die richtigen Kreuzchen auf dem Lottoschein gemacht. Beinahe das günstige Angebot bekommen, beinahe den Urlaub gebucht, habe ich aber nicht. Das Schicksal entscheidet über die Belange, je nachdem, was in unserem Karma bereitgehalten wird. Wir können sehr wenig daran ändern, das habe ich an den beinahe verpassten Flügen wieder gesehen. 3 Menschen stehen bei einem Gewitter auf einem großen Platz, dann schlägt der Blitz bei dem in der Mitte ein. Er ist sofort tot. Die beiden anderen wären beinahe gestorben. Es ist unglaublich, welche Geschichten das Leben so spielen kann. Manche kann man sich nicht ausdenken, so wie sie dann in echt vorkommen. Wer also wieder etwas verpasst oder es gerade noch so schafft, der sollte sich überlegen, warum das so sein sollte. Denn nach Buddha bestimmen wir mit unseren Gedanken die Welt. Aber sind wir uns dessen bewusst oder lassen wir uns durch eine Abfolge von beinahe einfach nur treiben? Ich für meinen Teil überlege immer, warum etwas so gekommen sein könnte. Ich versuche hinter die Kulissen zu blicken. Das Karma gibt uns die Karten. Das können wir nicht beeinflussen. Aber welche wir dann ausspielen, das entscheiden wir selbst. Der Weg ist jedenfalls beinahe das Ziel. Buddha sagte einmal, frage nicht nach der Abkunft, sondern frage nach dem Betragen, denn wahrlich, aus Holz erzeugt sich Feuer. Wie ein bequemes Hemd. Buddha mahnte seine Anhänger, das Ego wie ein bequemes, loses Hemd oder Kleid zu tragen. So wie ein kuschliches Hemd sollten wir auch unsere buddhistische Praxis tragen, nicht engstirnig und zu sehr auf das Thema konzentriert, sondern locker und entspannt, nicht zu sehr Buddhist sein zu wollen. Wenn die Lehre des großen Lehrers still und ruhig fließt, dann befinden wir uns in der Mitte, alles bewegt sich in völliger Ruhe. Wer sich zu sehr bemüht, ein guter Buddhist zu sein, der verpasst das Leben. Nicht immer spielt das Einhalten von Regeln eine Rolle. Wichtig ist, sich selbst nicht zu verleugnen. Man kann ein guter Buddhist sein und trotzdem gelegentlich über die Stränge schlagen. Wer sich im normalen Leben bewegt und nicht ständig über sein Buddhistsein nachdenken muss, der ist auf einem guten Weg. Denn der Buddhismus ist im Westen in allererster Linie eine Wohlfühlphilosophie, keine Lehre vom Beenden des Leidens. Buddhisten wissen, dass alles endlich ist, dass das Leben vergehen wird, weshalb man gerade nicht ständig darüber nachdenken sollte. Dazu gehört auch, dass ein Buddhist nicht missionieren soll, ganz einfach, weil er oder sie durch sein Vorbild wirkt, nicht durch die Gesinnung. Ob sich ein Mensch zur Lehre des Lehrers aller Lehrer hingezogen fühlt oder eben nicht, das entscheidet sein jeweiliges Karma.
Wenn andere Menschen uns den Buddhismus aber tragen sehen wie ein bequemes, loses Hemd, erkennen, welche Ruhe ein buddhistischer Lebensstil mit sich bringt, dann ist das die beste Werbung für den Buddhismus. Gerade in Zeiten der Ängste und der Anspannungen fallen in sich ruhende Personen auf, da ihre Ausstrahlung genau den Gegenpol zu Sorgen und Nöten aufzeigt. Und wieder sind große Teile der Menschheit auf der Suche nach Orientierung und Führung, da sie das Leben überfordert. Dass die Lehre des indischen Prinzen auf die Suche nach dem eigenen Selbst aufbaut, das verstehen viele Suchende erst im Laufe der Zeit. Aus dem Wohlfühlbuddhismus heraus kann dann der wirkliche Weg angegangen werden, denn zuerst muss das Ohr für die Philosophie geöffnet werden. Aber der erste Schritt ist jedenfalls, wenn andere Menschen unsere Philosophie und Lebenseinstellung an uns erkennen können, eben wie ein bequemes, loses Hemd, das wir tragen. In der buddhistischen Praxis bedeutet das, dass wir eben nicht verkniffen der Lehre folgen, sondern die Kirche im Dorf lassen, auch manchmal dem Moment geschuldet handeln, dafür aber mit unserer Art Werbung für die Sache machen, so andere Menschen zum Buddhismus bringen, dadurch mehr Positives in die Welt schaffen. Der Weg ist auch hierbei das Ziel. Buddha sagte einmal, jedes Staubkörnchen, auf das wir treten, kann in ein Kind der Wahrheit verwandelt werden. Die Ablösung vom Sein. Immer wieder kommt die Frage auf, was genau Chan sei. Generell gesprochen ist Chan die ganz persönliche Praxis der Selbstfindung, die Selbstbeobachtung. Das hört sich erst einmal sehr einfach an, kann aber in der Praxis mit starken Verwerfungen einhergehen. Denn erstens sieht nicht jeder Mensch dann gerne, was er da so findet, und zweitens ist es eben schwierig, den Geist zu fokussieren, auf den Punkt zu bringen. Und dann ist da noch die Sache mit der Erleuchtung, die Buddha seinen Anhängern anempfahl, die aber keinesfalls leicht daherkommt. Jedenfalls ist der Chan-Buddhismus der Weg in die persönliche Freiheit, ohne Ängste und nutzlose Anhaftungen, was die Philosophie des Lehrers aller Lehrer eben für alle Menschen praktikabel macht, aber auch schwierig. Wer neu im Thema ist, der sollte zuerst einmal die Lehre zu einer Art von Wohlfühlbuddhismus nutzen, um dann im Anschluss tiefer in die Philosophie einzutauchen. Der Erleuchtung als der absoluten Essenz des Buddhismus werden wohl nicht alle Interessierten folgen können. Gerade wenn man neu im Chan-Buddhismus ist, dann ist alles sehr verwirrend. Die buddhistische Lehre hat viele verschiedene Richtungen. Jedes Land hat, allein durch die Sprache, ganz andere Ansätze. So auch, wenn diese spirituelle Ausrichtung auf die Mitteleuropäer trifft, die zwar gerne eine Statue von Buddha aufstellen, mit seinen Lehren aber kaum in Kontakt gekommen sind. Hier werden gerne die Regeln des Buddhismus an die bestehenden Strukturen der vorherrschenden Religion bei uns Christentum angelehnt, um dem Geschmack der Mehrheit zu gefallen. Gerade befindet sich der westliche Buddhismus in einer enormen Krise, da die Person des Buddha akzeptiert wurde, der durchschnittliche Mitteleuropäer aber mit den Worten aus vergangener Zeit wenig bis nichts anfangen kann. Allein eine Auswahl unter den verschiedenen Richtungen des Buddhismus zu treffen, Japan, Korea, China, Tibet, Sri Lanka, Vietnam, Thailand und so weiter, überfordert viele Menschen so sehr, sodass sie bereits hier das Handtuch werfen. Jeder buddhistischen Richtung unterliegen dann unzählige Regeln, Gebote, Gebete. Darf man Sex haben, Fleisch essen, wie steht es um die Familie, was ist mit der Wiedergeburt, gab es Götter und Heilige? Die zu befolgenden Dinge erscheinen endlos. Generationen haben weiterhin ihre Ansichten zugefügt. Das Dickicht an Lehren wurde immer dichter. Ich folge der reinen Lehre Buddhas sowie der darauf aufgesetzten Chan-Lehre, bekannt unter Zen, die im Shaolin-Tempel in China vor etwa 2000 Jahren entwickelt wurde.
Alle danach eingeführten Ansichten blende ich aus. Die ursprünglichen Worte des großen Lehrers mögen erst nach seinem Ableben aufgeschrieben worden sein, zum Beispiel in Sutren, jedoch in ihrem Kern alle in dieselbe Richtung zeigen, nämlich der Erleuchtung. Buddhismus zeichnet sich durch Eigeninitiative aus. Die Ablösung vom eigenen Sein steht im Fokus, die Beendigung der Leiden ist das Ziel. Im Westen die Ideen und Methoden des großen Lehrers zu integrieren, erscheint als kein einfaches Unterfangen. Zu verhärtet streiten sich die einzelnen buddhistischen Schulen. Gruppen bilden sich, jeder hat an jedem etwas zu mäkeln. Natürlich nur der eigene Pfad führt ins Nirvana, der andere Zweig irrt, der Splitter im Auge des anderen ist natürlich groß, der Balken vor dem eigenen Gesicht wird ignoriert. Ziel des Chan ist es, den Geist zu erleuchten, also vom Sein abzulösen. Haben Sie Interesse? Der Weg ist nämlich das Ziel. Buddha sagte einmal, wendet an alles euren Verstand, und wenn ihr es analysiert und für euch und jeden anderen für gut befunden habt, dann könnt ihr daran glauben, danach leben und eurem Nächsten helfen, auch danach zu leben. Nirvana ist eine Geisteshaltung. Der durchschnittliche Mitteleuropäer hat wenig Berührung mit der Lehre des Lehrers aller Lehrer. Allerdings das Wort Nirvana hat Einzug in den Sprachgebrauch gehalten. Meist wird es falsch verwendet, aber nachdem die Kenntnisse des Buddhismus bestenfalls lückenhaft sind, fällt das nicht einmal auf. Dich schicke ich ins Nirvana. Das steht für das große, unbekannte Land, wo ich die Menschen hinwünsche, die mir auf den Keks gehen. Also ich wünsche dich ins Nichts, so der irreführende Gebrauch. Was aber ist Nirvana? Wie kommen wir in dieses besagte Land und woher stammt der Begriff überhaupt? Generell wird der Begriff Nirvana verwendet, um den Austritt aus dem Kreislauf des Leidens, die Wiedergeburten, durch die Erleuchtung zu beschreiben, nach dem Beispiel Buddhas. Allerdings gibt es ganz verschiedene Ansichten, so wird auch das Begreifen der mit dem Dasein verbundenen Umstände mit dem Nirvana gleichgesetzt. Im Unterschied zur westlichen Auffassung des Paradieses, nach dem Tod ist das Nirvana aber nicht der Ort, wo Milch und Honig fließt, sondern kann schon im Leben erreicht werden, denn Nirvana ist eine schlichte Geisteshaltung. Nach Buddha liegt es ausschließlich an uns, wie wir uns fühlen, ob wir glücklich sind oder eben nicht. Wenn wir fest an das Konzept von Ursache und Wirkung glauben, dann jedenfalls sind wir auf dem richtigen Weg hin zur Erleuchtung und dem Nirvana. Die drei Merkmale des Seins sind schnell erkannt, denn alles Leben ist unbeständig, leibhaft und leer, so dass der Suchende durch neutrale Betrachtung dieser Merkmale, verbunden mit der damit verbundenen allgemeinen Loslösung, dann das torlose Tor hin zum Nirvana öffnet. Das Erreichen des Nirvana wird häufig auch als Bruch mit der Welt gleichgesetzt, da erleuchtete Menschen so gut wie keine Rücksicht auf Konventionen mehr legen, da sie die wahren Zusammenhänge erblickt haben. Hier spricht man auch vom Eintritt in den Strom. Gerade diese Eigenart macht die Wiedergabe der buddhistischen Lehre so schwierig, da der Strom Eingetretene nun häufig völlig autark leben kann, nicht mehr abhängig von dem System der Gesellschaft ist und dann aber auch die Lehre nicht weitergibt, da er die Verwirklichung des Nirvanas erreicht hat, die niedrigen Bereiche der Inkarnation verlassen hat. Für mich persönlich ist das Nirvana aber eine Geisteshaltung, die denjenigen Menschen zuteil wird, die ein Leben in Ruhe und Glück gewählt haben. Und glauben Sie mir, es ist eine Wahl, eine bewusste Entscheidung. Ob dann in einem weiteren Schritt noch die Erleuchtung erreicht werden kann, das zeigt die Zeit. Wollen Sie diese Geisteshaltung einnehmen, dann ist der Weg Ihr Ziel. Buddha sagte einmal, beste Gabe ist Gesundheit, Genügsamkeit ist Reichtumssonne, treueste Sippschaft ist Vertrauen und Nirvana höchste Wonne.
Die Macht des Wortes. Als ich vor einiger Zeit in einem buddhistischen Tempel zu Besuch war, kam ein junger Mann auf mich zu. Aus Gründen der Privatsphäre, hier alles ohne nähere Angaben. Er erzählte mir, dass er wegen mir hierher gekommen sei, wegen meiner Worte, aus der App und dem Podcast, nun in einem buddhistischen Tempel leben will, ein Mönch werden wird. Ich war perplex, als ich so plötzlich mit einer solch unmittelbaren Konsequenz meiner Handlungen und Worte konfrontiert wurde. So weit hatte ich nicht gedacht, was aus meinen Worten entstehen könnte. Darüber hatte ich mir bis dahin kaum Gedanken gemacht. Aber an diesem Tag, da war ich sehr nachdenklich. Viele Gedanken stürmten durch meinen Gedankenpalast. Warum mache ich das überhaupt? Was habe ich für Ziele? Wohin soll das alles führen? Was wird sich für mich hier verändern? Fragen über Fragen. Zuschriften bekomme ich reichlich, manche beantworte ich, manche nicht. Es kommt darauf an, ob sie mich erreichen oder nur an mir vorüberziehen. Aber so direkte Auswirkungen auf das Leben eines Menschen zu sehen, das ist nochmal was ganz anderes als ein paar Buchstaben auf einem Bildschirm. In diesem Zusammenhang sehe ich auch die deutsche und die englische App, die übrigens beide über dasselbe Facebook-Konto beworben werden. Auf diesem Konto melden sich Menschen aus der ganzen Welt an. Gerade jetzt im Moment aus Afghanistan, Indien, Pakistan, Nepal und aus Thailand. Ich stöbere dann durch ihre Konten, schaue mir an, wo diese Menschen leben, scrolle durch ihre Fotos, versuche mich in sie hineinzuversetzen, was natürlich nicht wirklich klappt. Es ist wie eine tägliche Reise um die Welt. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, interessant und vielschichtig. Die Lehre Buddhas hat mich schon mehrfach um die ganze Welt gebracht. Jetzt auch noch virtuell, das ist sehr schön. Und übrigens auch eine sehr schöne Belohnung für meine viele Arbeit, die mich auch auf Trab hält. Themenauswahl, Texte schreiben, formatieren und setzen, Bilder auswählen, die Texte sprechen, online bringen, kontrollieren, nachverfolgen. Das alles hat sich zu einer veritablen Arbeit ausgeweitet. Umso schöner ist es dann, wenn man aus einem fernen Land ein Kompliment bekommt. Ein Nice oder einen Daumen hoch. Das sind unbeschreibliche Momente. Hier auf der Webseite habe ich die Kommentare deaktiviert. Ich möchte nicht, dass meine Worte verfälscht werden. Wer im Übrigen nicht einverstanden ist, der soll mich einfach wegklicken. Es gibt unzählige Webseiten, nicht nur meine. Die Macht der Worte sind mir bewusst geworden. Der junge Mann hat mich berührt. Meine Worte sollen nur dem Buddha eine Stimme geben, mehr nicht. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, besser als in 1000 Liedern, weil Worte ohne Sinn verwendet, ist ein Wort voll tiefem Sinn, wenn es dem Hörer Frieden spendet. Die gehende Wasserschalenmeditation. Das Üben der Achtsamkeit, das ist so eine Sache. Es ist gar nicht so einfach, sich auf die Dinge zu konzentrieren. Dann klingelt plötzlich das Handy, die Kinder benötigen etwas, das Essen ist noch nicht fertig, der Job strengt an, die Liste lässt sich ewig fortsetzen. Eine sehr gute Art, die Achtsamkeit zu trainieren, ist die gehende Wasserschalenmeditation, die im Übrigen auch als rein meditative Übung genutzt werden kann. Es empfiehlt sich für die Anfänger eine Schale aus Plastik. Die Angelegenheit ist schnell erklärt, man stellt sich im Stehen eine leicht mit Wasser gefüllte Schale bequem auf den Kopf, richtet diese gerade aus, um dann einige Schritte zu unternehmen, aufgerichtet und unaufgeregt. Man sollte ganz langsam gehen, in Zeitlupe etwa, verglichen mit der allgemeinen gehenden Meditation, um ein Gefühl für Körper, Raum und Zeit zu bekommen. Wer nun immer langsamer gehen kann, der nähert sich dem Ziel der Sache. Die Achtsamkeit wird immanent, der oder die Übende verschmilzt mit der Schale, das Wasser verbindet sich durch die Gleichheit der Schwingungen mit dem Wasser im Körper.
Etwas anspruchsvoller sind die Wendungen um die Ecke gehen oder anhalten. Wer im Freien üben kann, der kann immer weitergehen. Das ist von Vorteil. Es reicht völlig, jeden Tag 5 Minuten zu üben. Mehr ist nämlich nicht gut. Auch sollten Sie bei der gehenden Wasserschalenmeditation alleine sein, das Telefon ausschalten, ganz bei sich ankommen. Freunde von mir machen diese Meditation jeden Morgen als Vorbereitung auf ihre Waschungen, auf die Dusche, um so mit dem Wasser verbunden zu sein und um die Zeit für sich optimal zu nutzen. Mein Rat ist es, wenigstens zu versuchen, mit der Wasserschale zu verschmelzen. Der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, wer weilt in Meditation, der lebt in Rechtschaffenheit. Achtsamkeit erleben. In unserer überreizten, komplizierten und angsterfüllten Welt müssen wir uns auf uns besinnen, müssen lernen, mit Ängsten, Unsicherheiten und Beschränkungen klarzukommen. Der buddhistische Trend mit der Achtsamkeit bringt einen erfreulichen Gegenpol, der eine Änderung der Einstellung mit sich bringt. Wohlstandsprobleme wie emotionale oder körperliche Erschöpfung, Müdigkeit und Schlafstörungen gehören schon fast zum Normalzustand. Der gesundheitliche Zustand der Mehrheit ist bedenklich. Die Hysterie hat tiefe Kerben im Gemütszustand der Menschen hinterlassen. Beruflicher Stress bringt weitere mentale Reize, ständige Erreichbarkeit und ein Büro in der Hosentasche ergibt noch mehr Druck. Dazu kommen Verlustängste, die Jobs sind nicht mehr sicher, ein Abrutschen droht. Das eigene Schicksal wollen aber jetzt wieder viele Menschen in die Hand nehmen, das eigene Ich optimieren, den eigenen Vorstellungen wieder mehr Raum bieten. Buddhisten haben das Thema Achtsamkeit immer im Hinterkopf, hat doch der große Lehrer seine Anhänger aufgefordert, achtsam zu leben, im Hier und im Jetzt zu bleiben, nicht abzuschweifen. Der normale Mitteleuropäer empfindet immer häufiger eine Sehnsucht, die im Trendbegriff Achtsamkeit ihren Ausdruck findet. Dabei geht es um den durchschnittlichen Menschen weniger um meditative Entrücktheit, sondern mehr um ein gewisses Maß an Wohlbefinden, das gerade dem Buddhismus nachgesagt wird. Achtsamkeit als Gegenbewegung zum ständig mehr, zum immer höher, zum allseits weiter, als Gegenpol mit viel Ruhe. Nun wollen auch viele Nicht-Buddhisten durch Yoga und Meditation das Abschalten lernen, der Informationsflut endlich Herr werden. Achtsamkeitsübungen können aber nicht die ganze Welt plötzlich zu einem besseren Ort machen. Menschen sind ebenso, wie sie sind. Unser Umfeld interessiert sich nicht zwingend für unsere Bemühungen. Hier gilt es, die Grenzen der Achtsamkeit klar zu kommunizieren, der Umgebung zu vermitteln, dass wir nicht um jeden Preis nach Harmonie suchen. Buddha mahnte seine Schüler, immer die Realität zu suchen, nicht in Illusionen zu flüchten, nur weil wir die Welt anders haben möchten, als sie wirklich ist. Nicht mehr, sondern weniger sollte unsere wichtigsten Gedanken sein. Das ständige Streben nach materiellen Dingen muss beendet werden. Das Verhältnis der Menschen untereinander muss sich ändern. Achtsamkeit im Umgang kann nur dann wirklich funktionieren, wenn diese Einstellung grundsätzlicher Konsens wird. Werden solch positive Werte, aber jemals allgemein gültige Lebenseinstellung der Mehrheit werden? Erst einmal nicht, aber die Angelegenheit hat Potenzial. Buddhismus bringt die wichtigen Fragen unserer Zeit als Thema ins Bewusstsein der Menschen. Die Lehre des indischen Prinzen hält alle Antworten bereit, um achtsam durch das Leben zu gehen, und der Weg ist ja bekanntlich das Ziel. Buddha sagte einmal, schwer ergründlich, groß in Künsten schwelgt der Geist in den Gedanken. Glück ist er allein dem Weisen, der ihn achtsam hält in Schranken. Ist das Leben nur ein Traum? Der Text Ist das Leben nur ein Traum erschien am 3.4.2020 auf meinem Blog.
Besonders zu diesem Text habe ich viele Zuschriften erhalten. Auch sind Leser, meine virtuellen Schüler dabei, die diesen Text immer wieder thematisieren, weil er sie sehr beschäftigt. Jetzt hat ein Leser diesen Text überarbeitet und mit eigenen Bemerkungen versehen, weshalb ich seine Ausfertigungen hier unkommentiert veröffentliche. Ist das Leben nur ein Traum? Mit Anmerkungen vom Leser Dennis U. Ist das Leben nur ein Traum? Kann man Shaolin Rainer vertrauen? Könnte es sein, dass das Leben nur ein Traum ist, die Gedanken gefangen in der Finsternis? Könnten wir aus dem Traum erwachen? Warum merken wir nicht, dass wir schlafen? Bedeutende buddhistische Texte deuten darauf hin, aber ergibt es für dich Sinn? Wichtige Chan-Meister weisen immer wieder auf die Surrealität der Gedanken hin. Die Anatman-Lehre von Buddha hat Sinn. Es stellt sich dabei die Frage, wer bin ich? Wo finde ich Licht? Ist dies mein Körper oder bin ich mein Körper? Illusionäre Worte. Und wenn es mein Körper ist, wo bin dann ich? Nicht im Licht, aber warum nicht? Wirklich verstehen werden diese Frage nur Menschen, die erwacht sind. Deshalb wehen sie wie der Wind, denn sie kennen die Realität, nicht den Traum, den wir als Realität empfinden. Wir müssen uns mit dem Buddha, dem Dharma und der Sangha verbinden. Das Leben ist wie eine Sitcom, eine Projektion des eigenen Geistes. Tief in deinem Inneren weißt du es. Das Drehbuch und die Schauspieler stehen fest, Episode auf Episode wird gedreht. Leider, Mitgefühl und Weisheit fehlt. Liebe, Hass, Gier und Verblendung sind die üblichen Zutaten einer guten Fernsehshow. Ohne den achtfachen Pfad hat es kein Niveau. Unser Leben steht geschrieben, wir können wenig oder nichts daran ändern. Erst durch Buddhas Lehre, deshalb probiere es aus und du wirst dich wundern. Und später hast du den weglosen Weg gern. Viele Dinge können wir genießen, wie etwa Horrorfilme, weil wir wissen, dass sie nicht echt sind. Für die Wahrheit sind wir leider noch blind. Mit Ängsten, Feindbildern und Sorgen geht es uns auch so, bis wir merken, dass auch diese unecht sind, denn endlich stehen wir darüber. Deshalb mach dein Bodhisattva-Gelübde und du bekommst Segen wie die Bodhisattva-Brüder. In meinem Traum bin ich alles. Im Prinzip sehe ich nur mich selbst in jeder Situation. Wie Aktion und Reaktion nur eine Illusion. Erst wenn ich aus dem Traum erwache, erfahre ich die Wirklichkeit, Wahrheit befreit. Wann und wie weiß ich, dass ich nicht mehr am Träumen bin? Wann ist die Erleuchtung dein Sinn? Wenn man im Augenblick lebt und nicht mehr in der eigenen Welt. Erkenne die Surrealität der Welt. Wenn der Geist einen nicht mehr gefangen hält, wenn der Gedanke aus dem Gedankenkarussell entlassen wird, und wenn dein Bewusstsein nicht mehr im Labyrinth irrt. Sorgen und Dinge, die uns unter Stress halten, von uns abfallen, dann bin ich in der Wirklichkeit angekommen, dann habe ich meine Buddha-Natur angenommen. Sehe endlich hinter die Kulissen, bitte lernt das Shaolin-Wissen. Es gibt also keine Feinde außerhalb von mir, was ich als Feindbild erfahre, ist die Projektion meines eigenen Geistes. Aber bedenke, es ist nicht einfaches. Wollen Sie einmal aus dem Traum erwachen, folgen Sie den Shaolin-Buddha-Drachen. Der historische Buddha ist erwacht, er erfuhr Erleuchtung. Omitofu, eine herzliche Begrüßung. Sein Vorbild ist uns Inspiration. Die Erleuchtung ist jetzt die nächste Mission. Er schafft es, hinter den Traum zu blicken, die Illusion seines eigenen Ichs mit seinem verwunschenen Ego zu zerschlagen. Wollt ihr es auch wagen? Und damit wurde er für Millionen Menschen zum Idol. Wir danken ihm, er macht es für unser Wohl. Auch eine große Reise beginnt mit einem kleinen Schritt. Sei bereit für einen neuen Abschnitt. Wollen wir loslegen? Ja, wir wollen den weglosen Weg gehen. Buddha sagte einmal, vergangene Liebe ist bloß Erinnerung. Zukünftige Liebe ist ein Traum und ein Wunsch. Nur in der Gegenwart, im Hier und im Heute, können wir wirklich lieben. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören.
ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App BuddhaBlog aus den Stores von Apple und Android. An dieser Stelle möchte ich auch auf meinen Telegram-Kanal BuddhaBlog hinweisen. Tausend Dank!